Da winke ich die anderen mal. Also, was heißt winken? Also, natürlich nicht so offensichtlich, wird man so ein Zeichen machen mit der Hand so über den Boden, aber du hier. Kommt ruhig näher. Ein Und Gefahrlos zu sonst. sein. Ja, gehen wir hin. Bleibt Und also trotzdem wach, schaut sich also. noch einmal um und schleicht dann auch so gut voran, wie er kann, in der Hocke da Richtung, in die Richtung. Aber er weiß, dass Schleichen jetzt eher irrelevant ist, da wir nicht alle schleichen können, aber er will zumindest keinen zusätzlichen Lärm machen. Außer den, den der Boden macht, wenn man auf die, ja, auf manche Hölzer tritt, die knacken. Also lieber ein bisschen schneller, aber geduckt laufen, als jetzt hier dafür unheimlich leise, weil wir uns alle dahin bewegen. Ja, und Ja, sind wir so uns einen marschiert Fall ihr von gesehen, heran. auf jeden Fall. Nach etwa 50 Schritt fällt es zumindest Brindigian auf. Bei der Schönheit der Welt, das darf doch nicht sein. Und Brindigian läuft dann zu der Person hin. Das ist Emira Misabu. Scheiße. Wenn Brindigian aufspringt und sozusagen dahin joggt, joggt Rodrigo gleichzeitig auch mit, sich umschauend, ob das nicht doch ein Hinterhalt ist. Ja, Und ja. Brindigian achtet jetzt eher weniger auf die Umgebung. Ich werde dann dahin gehen und auch mal schauen, ob das nicht nur ihre Kleidung ist, sondern ob sie es tatsächlich auch ist. Also versuchen, ihr Gesicht zu erkennen. Das Gesicht ist leider bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Liegt einfach daran, dass die Wurzeln, auf die sie dann aufgespießt worden ist, auch in ihr Fleisch gegriffen haben und dann den Kopf so ein bisschen von innen nach außen aufgesprengt haben. Sieht unglaublich fies aus. So etwas können nur dämonische Wesenheiten, die Ungeschaffenen, ja, vollrichten. Aber es ist ihre Kleidung und du erkennst es auch. Also sie ist es definitiv, da gibt es keinen Zweifel. Sim tritt auch neben dich dran. Ach, Rodrigo läuft direkt sozusagen dran vorbei an Brindigian, zwei Schritte, um sozusagen vor dem Baum und den Leuten zu stehen, um sozusagen noch dorthin Deckung zu geben, falls von dort aus Pfeile kommen. Und ja, hält über die Umgebung im Auge, anstatt sich hier darum zu kümmern, was Brindigian da jetzt gerade macht mit der armen Frau. Brindigian? Ja, Brindigian dreht sich dann rum zu den anderen, nachdem er sie untersucht hat. Hier ist es tatsächlich. Aber sie ist allein. Sie wollte doch mit dem Eukolizaner hierher kommen. Wer ist sie denn? Woher kennt ihr sie? Sie ist eine Priesterin der Zwillinge. Wir sind mit ihr aus Boran aufgebrochen. Ich wollte einen kleinen Umweg gehen und einen neuen Führer für uns. Der austritt neben dich, Brindigian, und legt dir die Hand auf die Schulter. Ich hoffe, das klingt mit deinen Ohren nicht spottend. Aber sie hat den Pfad, den ewigen Kreis, sie hat die Reise fortgesetzt. Danke, Bruder, Schwester, das weiß ich. Sie ist sicherlich schon längst in ihrem neuen Leben. Bruder Boran hat ihre Erinnerung genommen und Schwester Zahlt ihr sicherlich schon einen neuen Körper gegeben. Da mache ich mir keine Sorgen. Ephedaios. Ist es für euch in Ordnung, wenn ich untersuche, ob sie auf irgendwelche magische Art und Weise zu Tode gekommen ist? Wenn ich mir das so ansehe, ein enormes Viech gewesen sein, was sie da aufgespießt hat. Genau, wenn es ein Dämon war, kann man vielleicht in dem magischen Muster eine dämonische Reststrahlung entdecken. Ich habe Fußspuren gefunden in dem trockenen Blut. Sie sind gen Westen gelaufen. Ich würde mal da lang deuten, was ich halt gesehen habe. Wascha, zeigt mir das mal. Kasim, Magister, geht euren Untersuchungen nach. Und er macht einen Schritt zurück, als er es hört, sozusagen wieder, und dreht sich rum. Er verdreht, ihr werdet euch das jetzt nicht ansehen. Erst wenn die anderen mit dieser Untersuchung hier fertig sind, das sollte nicht allzu lange dauern. Was auch immer ihr tut, tut's schnell. Wir sollten hier weg. Oder mit verdoppelter Zauberdauer. Tu das schnell. Verdoppelte Zauberdauer, nice. Ich will auch nur mal sicher gehen. Rodrigo, was meint ihr? Sollten wir den Spuren folgen oder erstmal zusehen, dass wir hier fortkommen? Ich weiß nicht. Von DJ an. Wollt ihr Rache oder wollen wir unseren Weg fortsetzen? Also da, wo der Mann hingegangen ist, die Spuren, vielleicht führen die uns zum Eukolizaner. Das könnte sein. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, die Spuren so weit zu verfolgen, wie wir können. Aber wenn wir den finden, ist es natürlich gut. Dann werden wir ihn zurück in den Etragin finden, schicken. Aber wir sind ja ohnehin auf dem Weg zu den Hafajars, um, naja, sie zu bekämpfen.
Brindigian, wie dringend brauchen wir diesen Spinnenführer? Findet ihr den Weg auch alleine? Ich kenne die Mine nicht, sicherlich. Ich denke schon, dass ich euch dorthin führen kann. Aber der Eukolizaner, er kennt sich viel besser hier aus. Er hat es ja schon erzählt, er wird von einer Maraske geführt und weiß, wo welche Gegenden man nicht betreten darf, was wir Menschen nicht sehen. Hinführen werde ich euch sicherlich können, aber es wird ungemein gefährlicher. Deswegen werden wir den Spuren nachgehen, vielleicht finden wir den Eukolizaner. Müssen sie auf jeden Fall versuchen. Sag mal, habt ihr auch den Eindruck, dass sich diese Wurzeln hier zu unserer Bruderschwesterin strecken, als wenn sie hier von ihrem Blut angezogen werden? Ja, ich denke, dass es alles hier dämonisch pervertiertes Territorium ist. Wir sollten sie da runterholen. Das Problem ist, wenn wir sie, egal wo wir sie hier vergraben, ich denke, dass die gesamte Gegend dämonisch verseucht sein könnte, also. Aber ja, du hast recht, sie hat so nicht verdient, aber fragen wir Brindigian. Ich möchte ganz gerne, da das seine Bekannte ist und die Frau auch definitiv hier ihrem Kult angehört hat, dass wir sie nach seinem Kult sozusagen, naja, bestatten, wie auch immer das hier verstanden geht. Er hat sich schließlich auf uns panschen müssen, als unsere Sari gestorben ist. Es ist nur noch ihre Hülle, es ist nur noch der Körper. Sicherlich wäre es besser, wenn wir sie in eine Gegend bringen könnten, wo die Ungeschaffenen noch nicht die Schöpfungen von Schwester Zar verdorben haben, aber das wird jetzt ja nicht möglich sein. Also machen wir es Rondra zum Gefallen und verbrennen den Leichnam. Ingrid zum Gefallen. Während ihr da redet, seht ihr, wie Kasim auch so ein bisschen in die Hocke geht und sie mit einem starren Blick anschaut und dann hört ihr in Tulamidia bzw. Utulamidia Ushunam Derim Almagia. Kurz Moment, also ihr seht nichts, richtet sich Kasim auf und schaut mit ernstem Blick in Richtung Ephedaios und Brindigian. Kennst du etwas, Kasim? Das ist eine schwache Magie in den Wurzeln. Sie selbst wurde davon nicht getötet, aber der Boden, die ganze Umgebung giert nach Blut. Ja, dann sollten wir sie hier hinlegen. Die ganze Umgebung ist nicht besonders stark, aber dämonisch pervertiert. Was soll das heißen, sie giert nach Blut? Was würde passieren, wenn man, hier Blut hinmachen würde? Sie würde es aufsaugen und wahrscheinlich stärker werden mit der Zeit. Kasim nickt. Bin ich bereit, es herauszufinden. Soll ich würfeln, weil ich gezaubert habe, oder? Okay, nee, der erste Ephedaios, die 7. Es giert nach Blut, wie beschreibt man das am besten? Blut ist das Medium, dem Leben oder Kraft, Energie transferiert werden kann. Viele finstere, böse Schwarzmagier machen sich das zunutze und wandeln das Blut ihrer Opfer direkt in Sternenkraft um. Dämonen können das vermutlich auch. Heißt, wenn hier Blut vergossen wird, würde das die dämonische Entität, die hier waltet, stärken. Und man schaut an sich und Brindigian hinab. Wir sollten besonders aufpassen. Das Blut von magischen Wesen ist besonders potent. Heißt das jetzt, dass dieser Baum hier pervertiert ist? Die ganze Umgebung. Aber in den Wurzeln ist eine magische Reststrahlung. Kann sein, dass sie durch irgendeine verderbte Magie dazu gebracht wurden, sich zu bewegen. Jetzt langsam mal den Theoriekram einstellen. Sollen wir sie jetzt verbrennen und den Spuren weiterfolgen, oder ist das Verbrennen eine schlechte Idee? Wenn und während ihr euch gerade noch unterhaltet, könnt ihr etwas merken. Eine leichte Gänsehaut, damit kündigt es sich an. Und dann fällt schlagartig die Temperatur. Es ist, ungefähr 30, vielleicht 40 Grad. Fällt ab, weiter und weiter. Ihr beginnt zu frieren. Und binnen weniger Sekunden ist es arschkalt. Und wir sprechen nicht von Minusgraden. Wir müssen hier weg. Minus 10?
Los, aufstehen. Weg hier. Ja, schien das von einer Richtung her zu kommen oder war das auf einmal hier bei uns? Auf einmal. Ja, dann würde Rodrigo sagen, Brindigian hier, den Spuren folgen, los, schnell. Ja, Brindigian reibt sich die Arme, als es schon kälter wird, als es noch gar nicht Minus gerade erreicht hat, schaut sich um, ob er irgendwas sieht und geht dann erstmal grob in die Richtung der Spuren. Ja, aber erstmal, als erstes Tier erstmal wegzukommen. Kann ich irgendein Phänomen kennen, das so etwas hervorruft, auf magische Art und Weise? Vielleicht pervertierte Eismagie oder so? Es könnte Wetterzauberei sein. Der Geschwindigkeit. Okay. Das Problem, alle, die jetzt kälteempfindlich sind, bekommen schon mal ihren ersten W6 Kälteschaden. Oh nein! Und ich glaube, das sind Nadidjian, Dwasha und Ephadaios? Bin mir nicht ganz sicher. Meine. Nee. Aber ja, diejenigen mit Kälteempfindlichkeit bekommen den ersten W6 Schaden. Es ist wirklich, wirklich kalt. Und ihr könnt auch sehen, wie das Blut gefriert, wie sich die schwarze Pfütze zuzieht und sich dann kleine Eiskristalle, schwarze Eiskristalle auf dem Blut bilden. Während ihr euch dann wieder zusammenreißt, einmal abschüttelt, die Hände reibt, weil ihr auch geschwitzt habt. Rodrigo, ja, Rodrigo zieht die Lederhandschuhe jetzt an, die er dabei hat. Genau das. Und dann Hackengas geben. Der W6 ist halbiert, oder? Beim Kälteschaden? Oder ist das der volle W6? Das ist der volle W6. Ich glaube, wenn die Wundschwelle beim Kälteschaden irgendwann überschritten ist, dann frieren auch Dinge ab, aber das ist zurzeit noch nicht erforderlich. Bei der ersten Kälteschaden gilt immer, glaube ich, in der Zone getroffen, wo der Kälterüstungsschutz am niedrigsten ist. Also man ihr habt ja quasi keinen. Ihr seid ja alle sehr gut. Wir haben noch überall eigentlich zu wenig im Endeffekt, weil wir den Dschungel in der Kleidung haben. Ja, und so bewegt ihr euch weiter in Richtung der Berge? In Richtung der Spur. Ja, also Richtung der Fuß. Okay, also in weitere Richtung Westen. Genau, die gingen nach Westen. Und ja, ihr bewegt euch weiter. Wie gesagt, die Fauna ist hier gar nicht mehr so sehr stark. Könnt euch da also relativ gut bewegen. Und gerade jetzt dadurch, dass es so kalt ist, werdet ihr weiterhin angetrieben. Nach etwa 50, 60 Schritt werdet ihr aber auch merken, dass es wieder binnen weniger Sekunden angenehm warm wird. Angenehm. Und dann ist da wieder dieser ganz normale maraskanische Preios-Sommer. Es ist wieder heiß. Boah. Dann zieht man die Handschuhe wieder aus, packt sie wieder sozusagen hinten an den Gürtel ran. Okay. Casino bleibt stehen und streckt so die linke Hand nach vorne und läuft ganz langsam hin oder schaut vor allem auf dem Boden auch nach, ob man eine Grenze sehen kann. Wo ganz klar ist, bis hier ist gefroren und ab hier ist wieder Sommer. Nee, eine wirklich klare Grenze gibt es nicht. Du kannst auch wirklich sehen, wenn du dir das mal anschaust, dass es erst, naja, dass es keine wirkliche Zone ist, sondern es ist ein Gebiet, was weiterzieht. So kommt es dir vielleicht vor. Was durch den Dschungel, eine kleine Zone, die durch den Dschungel hindurch wandert und von der ihr vielleicht gerade eben erfasst worden seid. Brindigian, das ist nicht normal, oder? Ich habe gehört, dass es Ungeschaffene gibt, die so etwas, so einen Effekt hervorrufen, dass es kalt wird um sie. Wirklich, dass hier irgendetwas durch den Urwald zieht. Ich hätte nur nicht erwartet, einen Dämon aus dieser Domäne auf Maraskan anzutreffen. Genau, da gebe ich dir recht. Ephadaios hat schon gewürfelt. Gedan Kulte? Geht auch Magiekunde? Nein. Ich möchte Gedan Kulte haben. Stimdo-Dämonologie, dementsprechend wieder Schwert um 7 Punkte. War das denn jetzt Zufall oder hat uns da so ein Anderswältiger verfolgt? Dämonologie ist aber meine Magiekunde-Spezialisierung. Ja, kannst du die aber für Gedan Kulte auch nochmal kaufen, wenn du willst. Das sollte aber reichen. Dann weiß es Brindigian auch, welche Domäne das hier wäre. Der Widersacher oder die Widersacherin von Zahn. Ich glaube eher, das ist der Widersacher von... Ja.
Nein, vermutlich ist es tatsächlich die, die den Geschöpf ins Haar schneidet. Ja. Was, aber die Kälte ist doch... ist das nicht dieser Nagrach? Pip, pip, pip! Ah, Entschuldigung. Man muss das doch beim Namen nennen. Wir nennen die Dinge nicht beim Namen. Ja, aber dann dieser Nichfirun. Aber Kälte ist doch Nichfirun. Na, ich denke, dass Kälte etwas ist, was alle Dämonen gleich haben, weil doch angeblich kalt wie in der Höllen sagt man doch. Ich denke, dass das alles kalt ist. Ja, ich erinnere mich aber an keine Geschichten, bei denen gleich eine ganze Lichtung einfriert. Es gibt Geschichten, dass ganze Landstriche einfrieren. Es gibt auch Geschichten von den sieben Gezeichneten, doch dass ganze Landstriche verwüstet werden und die Zeit dort zurückgespielt hat. Also da ist doch ein bisschen Kälte wohl irgendwie noch viel vorstellbarer, als dass die Zeit zurückspielt und alles irgendwie sozusagen binnen von Stunden oder so gealtert ist. Wascha kann feststellen, dass ihre Schlange sich nicht bewegt. Ja? Wie nicht bewegt? Liegt irgendwo oder was? Ja, du hattest sie irgendwem gegeben, wahrscheinlich einem der Söldner. Ich habe sie gar niemandem gegeben, ich habe sie auf den Boden gelassen, während ich da geklettert, während ich da rumgeforscht habe. Genau, das ist das Problem, Kältestarre. Ist es, können wir die Spuren schnell genug verfolgen? Ich habe das Gefühl, diese Kälte hat unsere Präsenz wahrgenommen. Ich habe mal eine andere Frage. Dynam meldet sich wieder. Also sollte das nicht eigentlich... Ich habe gehört, dass Glorana ist im Norden, ja? Und wir haben ja schon festgestellt, dass das nicht Firon war. Und Helmer Hafax ist doch jetzt eher einer, der mit Bell, also mit Nichrondra unterwegs ist, oder wie? Also warum will jetzt nicht Zar hier... Das hat doch damit... Dyna, du bist hier bezahlt, das ist mir... Und zwar fürs Kämpfen, nicht fürs Denken. Also solche Fragen kannst du nachher mit deinen Freunden diskutieren, alles klar? Ja, aber das sind doch Fragen, die wichtig sind. Ich kann nicht gegen sowas kämpfen. Moment. Das habe ich mit Brindigian auch schon abgeklärt. Brindigian beschützt mich gegen so einen Blödsinn und ich ihn dann gegen irgendwelche Kreaturen. Ja gut, ja, dann warten wir. Aber wir warten aber nicht, bis so eine Kreatur hier auftaucht. Also nicht, wenn wir... Aber das hat auch mit Rondra nichts zu tun. Also mit Nicht-Rondra nichts zu tun. Und die Kälte ist aber... Die Kälte haben, glaube ich, alle Dämonen gleich, ist das Problem. Völlig egal, was es ist. Es ist nicht natürlich und nicht den Göttern gefällig. Entsprechend... Wollen wir das mal auf der Karte notieren, oder ist das egal? Ja, das machen wir nachher. Es wäre sinnvoll, es irgendwann auf der Karte zu notieren. Sucht eigentlich irgendwer die Spuren jetzt weiter, oder macht das keinen Sinn? Hat Wascha jetzt eine Schlange dabei, oder ist die Schlange jetzt zurückgeblieben, Frosty? Ich habe die Aussage von dir nicht ganz verstanden, weil du nicht eindeutig warst. Also Wascha hatte sie irgendwie auf den Boden gelassen und hatte sich nicht weiter zu geäußert. Genau. Da müssen wir das nächste Mal drauf aufpassen. Ich gestatte es dir jetzt. Denk an deine Schlange. Wenn du sie irgendwann irgendwie zurücklässt und nicht wieder dich drum bemühst und dann einfach wegläufst, dann ist sie halt weg. Ich hatte dir vor der Runde mal gesagt, dass ich sie normalerweise immer einfach mitnehme. Also wenn ich sie von der Hand lasse, quasi sich mitschlängeln durch den Wald. Okay, dann hast du sie gefriergetrocknet, hast du sie dann mitgenommen und hast sie jetzt wieder wachgerobelt. Okay. Also ich möchte da, dass demnächst drauf aufgepasst wird, weil ich werde da mit Magnus werde ich da genauso dann drauf aufpassen. Wie weit sind wir denn jetzt weggelaufen von dieser Stelle, wo Emira Misabu hing? 50, 60, 70 Meter. Okay, aber der Ort sieht immer noch... Ja, ihr könnt sehen, wie es langsam anfängt zu tropfen und das, was für wenige Sekunden dann schnell getrocknet war, so eingefroren, fängt jetzt wieder an aufzutauen. Dann haben die bestimmt auch zwei Leute geholfen, Rashika zu tragen, weil Rashika zu schwer ist wahrscheinlich für dich, wenn die gerade lang ausgestreckt ist im Dschungel, die hinterher rennt und die Kälte kommt, die sich ja nicht bewegen kann, dann sozusagen wahrscheinlich mitgeholfen werden muss zu tragen, weil die ja dann, ja, langes, gefrorenes Brett ist. Ist ja so. Ja, es ist ja 1,5 Meter lang. Es ist ja keine Anaconda. Aber ja, oh, 1,5 Meter, das ist dann doch ganz schön groß. Genau, die wiegt schon ein bisschen was, deswegen habe ich gerade gedacht, du weißt nicht, wie stark du bist. Okay. Aber gut, dann hat ihr vielleicht noch einer dabei geholfen und dann ist aufgefallen, dass die Schlange... lebt deine Schlange noch? Sollte sie eigentlich, ja. Okay. Ich habe hier die Spur wieder gefunden. Los, wir machen weiter. Los, Pondijan, für uns. Lassen wir Emira Misabu jetzt einfach da hängen. Ja,
Brigida hat gesagt, es ist nicht weiter schlimm in seinem Glauben und sie gehört seinem Glauben an, beziehungsweise war jetzt hier sogar Predigerin seines Glaubens, Priesterin seines Glaubens. Er wird schon das Richtige wissen. Wir werden die 16 Ratschläge und Forderungen ausrufen, sobald wir einen guten Ort dafür gefunden haben. Aber ihren Körper brauchen wir dazu nicht. Untote wurden auf Maraska nicht gesichtet, oder? Man fragt mal so Brindijan. Kasim, lass den Mann jetzt die Spuren suchen. Könnt ihr nachher drüber reden. Ich würde sagen, hör auf jetzt hier die Diskussion anzufachen, die kann was bringen. Los, die Spuren weiter. Aber eine Frage noch. Wenn die Frau jetzt dort hängt in einem Gebiet, das nach Blut giert, würde es nicht vielleicht andere dazu anstacheln, dort ebenfalls Menschen zu opfern, um den Boden zu nähren? Das tun die Leute sowieso schon. Ist egal. Weiter. Ich kann daran nichts ändern und wir können daran auch nichts ändern. Wir werden jetzt auch nicht daran ändern. Schlange weitertragen. Ja, ihr geht weiter in Richtung der Berge. Mit jedem Schritt, wie gesagt, wird die Vegetation weniger und das, was ihr dann seht, sind dann mehr und mehr Kakteen. Und nach der ersten Hälfte, also ihr rasselt und ja immer so nach. Und Rigo schlägt mal einfach eine der Kakteen, die da irgendwo steht, in zwei Teile. Die sind ja wahrscheinlich, was ich, hier Oberschenkel dick oder sowas, aber die schlägt einfach mal in zwei Teile und schaut mal rein, wie die von innen drin aussehen, ob die auch schwarz sind oder so ein Dreck da drin ist. Ja. Richtig. Also Kakteen speichern ja genauso wie dann dieser Rohrstock, dieser Bambus, Wasser. Du kannst sehen, dass das Wasser trinkbar aussieht. Es gibt allerdings ein paar Bröckchen drin. Hm. Dann läuft er weiter, sagt, trink das Zeug bloß nicht an den nächsten, der hinter ihm ist und läuft weiter hinter Brindijan her. Ein kleines Flüsslein, was dann von der linken Seite weiter und weiter anwächst und immer ein bisschen breiter wird, dass ihr euch also grob in Richtung der Quelle dieses Flusses zubewegt. Und während ihr dem Ganzen folgt, vielleicht auch überlegt, ob man dem weiter in der Richtung bleibt, damit man später am Abend das Ganze abkochen kann, gelangt ihr nach, wie gesagt, 4 Stunden, die ihr dann aufgebrochen seid, an ein. Ja, ihr könnt etwas erkennen, das aussieht wie eine Plantage. Und ihr hört Geräusche. Frohe Musik und lautes Lachen von einigen Menschen. Ja, was wohl dahinter von der Plantage zu kommen scheint. Was heißt hinter? Da ist ein Gebäude, wo man nicht durchgucken kann? Oder ja, ihr könnt das noch nicht genau sehen, weil wir, weil die Plantage jetzt auf so einem Hügel angelegt ist und hinter dieser Hügelkette, hinter dem, ich muss gerade mal gucken, es ist wahrscheinlich dann auch ein, ja, es ist ein einfacher Acker, dahinter gibt es wohl ein Dorf. So hört sich das zumindest an. Predigian, das hier könnte auch Hafajagbiet sein, wir müssen hier vorsichtig sein, richtig? Das könnte sein. Ich schlage vor, ich werde es nochmal auskundschaften aus der Luft. Willst du deine Kräfte so sehr verbrauchen, anstatt dass wir einmal schleichenderweise das angucken mit einem kleinen Trupp? Ich schaue mich mal um, wie weit könnten wir denn hier rankommen? Ja, also um aus dem Dschungel irgendwie aus sichtgeschützten Bereich das zu beobachten? Ja, so, ihr könnt euch jetzt weiter hinter irgendwelchen Stämmen verbergen, aber ihr könnt auch eben ganz normal offen auf diese Plantage zumarschieren. Auf der Plantage müsste man sich so grob für weitere 50 Meter bewegen, bis man dann auf der Spitze dieses Berges wäre. Hier dann, wie gesagt, auch schön getränkt von diesem Dschungelfluss, der dann da ja wohl vorbeifließt und das Feld dann auch tränkt, diesen Acker. Da kann man sich dann drüber schleichen. Ja, aber dann lass uns lieber durch den Dschungel gehen, die paar Meter. Lass uns versuchen, so weit heranzukommen wie möglich und dann entscheiden wir immer noch, ob wir, naja, ob ich meine Kräfte einsetzen muss. Okay. Das wird das Beste sein. Wer geht ran? Oder gehen wir alle? Nur die, die schleichen können rangehen. Gut. Dann werde ich vorgehen und wer kommt mit? Ja, dann, du kannst schleichen und dich verstecken. Natürlich. Gut. Ich werde Trinity halten. Ich komme auch mit. Komm mal natürlich mit. Eure Haustür wieder aufgetaucht, Mädchen. Hast du sogar gesagt zu mir? Ich hab dir kurz nicht verstanden. Mädchen, deine Schlange ist hier schon wieder aufgetaucht. Soweit ich hörte, ja, oder, Frau C? Die wird langsam wieder schneller, ja. Also, der geht's von Mal zu Mal besser. Ich hab ja gesagt, ich würde sie um meinen Körper wieder irgendwie halbwegs hängen, wenn es irgendwie möglich ist, dass sie auch von mir die Körperwärme bekommt. Wenn's denn geht. Jedem das seine Haustür, ne?
Ah, gut. Ja, von daher, du bleibst hier mit Kasim und pass auf, dass der Hund nicht bellt. Ja, gut. Dann schleichen wir zu viert los. Brindijan, Vascha, Jana und Rodrigo. Hört ihr die Musik, Bruderschwestern? Ja. Sind Marumbas, Mandolinen. Habt ihr schon mal Hafajas Musik spielen gehört? Nein, aber ich habe auch noch keine Maraskana Musik spielen gehört. Sicher, ich glaube, wir haben mal welche gehört, als wir einen Abend im Buchan saßen. Lass uns trotzdem vorsichtig ranschleichen, das kann doch nicht so schwer sein. Aufhören zu quatschen und laufen. Brindijan geht ihr am besten vor, damit wir nirgendwo reintreten. Aber ein gutes Gefühl. Ich glaube, das sind keine Ungeschaffenen. Aber Brindijan geht dann voran und ja, versucht sich da so am Dschungel noch verdeckt zu halten. Ja, wie gesagt, am Feldrand könntet ihr dann stehen, das ist gar kein Problem. Blick nach links und Blick nach rechts, keine weiteren Leute auf dem Feld. Ihr könnt das Ganze umlaufen, wenn ihr wollt. Auf der linken Seite funktioniert das nicht aufgrund des Flusses, den müsstet ihr dann überqueren. Ginge natürlich auch. Aber auf der rechten Seite könnt ihr die dann ja an diesem Feldrand entlang gehen. Und wenn ihr das tut, könnt ihr hinter diesem Hügelberg, dieser kleinen Kuppe, könnt ihr erkennen, wie dort wohl ein maraskanisches Dorf liegt. Die typischen Strukturen, die ihr auch schon von der anderen Plantage kanntet, wo dann ja diese Bambuswelle nach oben gezogen worden sind und die Musik wird lauter, ihr könnt es tatsächlich erkennen, es hört sich wohl an wie ein Fest, was da gefeiert wird. Ja, Brindijan guckt zu den anderen. Das sind sicherlich keine Hafajars. Ich hoffe, das ist. Ja. Gut. Dann winken wir die anderen ran. Wir winken die anderen ran jetzt zu uns, an unsere Position. Mir gefällt das gar nicht. Hier, ein Dorf, das auch noch feiert. Warum denn nicht, wenn sie es schaffen, hier jetzt zu überleben in dieser Region? Eine Perversion, die man hier findet. Dann sind sie entweder ganz, ganz mutige, tolle Leute. Oder sie sind Verräter an der Schöpfung. Brindijan, halt dir vor Augen, dass es vielleicht auch Maraskaner gibt, die Schöpfung verraten. Immer vorsichtig sein. Achtet auf die Zeichen. Grüßen sie so, wie du es kennst von deinen Bruder, Schwestern. Oder sind sie vielleicht irgendwelche hinterhältigen Leute, die uns in eine Falle stellen und uns dann opfern wollen. Immer gucken. Immer einschätzen. Achte auf die Zeichen, Brindijan. Du kennst sie am besten. Ich kenne die Art, wie richtige Maraskaner zu sein haben, nicht. Ich versuche auf das zu achten, was ich kenne. Natürlich, aber ich werde nicht naiv dorthin gehen und ihr alles glauben, aber ich habe ein gutes Gefühl. Und auf dem Gesicht von Brindijan ist tatsächlich auch mal wieder, seit längerem mal wieder ein Lächeln zu finden. Gut, dann die ganze Zeit durch diese. Es wäre schön, wenn wir hier Verbündete finden, die uns unterstützen im Kampf gegen die Ungeschaffenen und nicht verraten. Preis mit euch. Preis mit uns allen. Los, Brindijan. Wer kommt mit? Aus der Baumformation. Und alle. Ich werde mit dem Bogen am besten hier bleiben, oder? Wie weit ist das? Wir gehen alle mal dahin. Wir gehen alle mal dahin, sagen Hallo. Und ja. Und riskieren, dass wir alle dann direkt zwischen ihnen stehen, falls sie uns nicht freundlich gesinnt sind. Wäre es nicht besser, eine Art kleine Vorhut zu schicken? Vielleicht sehen wir auch etwas bedrohlich aus, wenn wir direkt hier so alle auf sie zukommen. Ihr solltet am besten mit Brindijan erstmal allein hingehen. Viele Menschen sind da denn so grob überschlagen? Du schätzt es auf, lass mich nicht lügen, 2 Dutzend. Okay, also nicht viel mehr als wir aus sind, oder? Ja, genau. Also ihr seid jetzt mit, lass mich kurz überlegen, 6 Helden und 9, 10 mit Myria sind 16. 16, 2 Tiere und ein Djinn. Ja, los, wir gehen alle mal zusammen hin. Wir haben die Waffen nicht gezogen und grüßen erst einmal freundlich. Und Rigo, ich halte das für unweise. Das lasst den Söldnerführer doch, er hat doch hier die meiste Erfahrung damit. Los, Brindijan, wir gehen dahin. Brindijan ist schon aus dem Wald rausgetreten und geht Richtung Dorf. Hinterher. Folgen. Und ja, Rodrigo läuft extra sozusagen so, dass Brindijan ruhig 2-3 Schritte Vorsprung hat, aber dass wir alle mal gemütlich hinterherkommen und vor allem nicht schnell. Er will darauf nicht schnell zu marschieren, sondern eben langsam. Gemütliches Gehen, wie als wenn es ein Spaziergang wäre. Mal in den Tod. Ich halte mich mal hinten und halte mal die Augen in unseren Rückraum auf. Gut,